Star Wars Jedi Fallen Order Folge 45 hier, weil wir das mal stehen nehmen. Hier geht es auch direkt weiter. Deswegen ganz viel Spaß mit dem Let's Play. Und mal gucken, ob hier noch was ist. Zufälligerweise wäre auch zu schön gewesen. Letzte Folge war es noch ein bisschen eng am Ende mit dem Kampf und so. Da kamen nämlich ziemlich viele. Muss ich ein bisschen ultra vorsichtig sein. Ja, und er springt dann fast nicht. Gedoppelt, geil. Wo sind wir jetzt? Hier ist wieder was. Was ich vielleicht gar nicht wissen will. Also, ja, okay, das scheint offenbar der Rückweg zu sein. Ja. Ja, hallo. Wie nun? Ah. Hier sind wir runtergerutscht, ne? Okay. Hier sind wir wieder zurück. Schön. Perfekt. Was nicht perfekt ist, jetzt müssen wir ja noch durchs komplette Grab. Ich weiß nicht, wie viel da ist. Und wir haben fast keine Leben. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt die Hexe persönlich hier kommt, ne? Dieses riesige Areal lädt gerade nur dazu ein. Aber da hinten ist ein Punkt. Gleich. Hey, BD! Ja, wo ist denn hier ein Punkt? Wo sollte ich genau vor ihm stehen? Hier ist aber keiner. Hat das jetzt, ne? Na gut. Durchsuchen wir von vorne bis hinten. Da sehe ich schon mal was. Hier scheint nichts zu sein. Zum Glück. Hey, BD, hier drin. Doch, Hella, hätte es wirklich nicht machen können, ne? Endlackierung mal wieder. Hier ist nichts, nichts. Und wieder nicht. Ups. Chill mal ganz kurz, bitte. Okay. Mein Freund, wir suchen ein Astrium und befinden uns in Kujets Grab. Es ist abgelegener als erwartet. Der Zugang war anscheinend schon zu den Zeiten der Servo geheim. Ein Kontrast zu dem prunkvollen Grab von Miktrull. Und kein willkommener. Die Schwester der Nacht von Datomir gewähren mir Zugang. Sie warnten mich gleichzeitig aber auch, hier war etwas Dunkles, ich kann es fühlen. Trium und befinden uns in Kujets Grab. Ja, mehr liest er halt leider immer nicht. Deswegen muss ich selber lesen. Immer das war. Es ist weg. Ah. Dafür ist es hierher gekommen. Cool. Ah, das Holocron. Diverse Dinger hier. Tega, wir haben eiskalt 144 FPS. Wahnsinn.
Ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe jetzt eine neue Grafikkarte in meinem Rechner, eine 2080 Ti. Zuckerteil. Hat jetzt meine 2080er abgelöst und es ist einfach, die Leistung ist einfach so viel höher. Und das Spiel hat sehr gut SLI unterstützt. Die Karte hat richtig Dampf. Das ist richtig, richtig krank. Geil! Geil. Aber Lichtschwert da, wir können es nicht zücken, aber wir haben schon eins. Ja. Hey Cal. Lust auf eine Revanche später? Ja, jederzeit. Klingt gut. Gehst du zum Training? Immer. Okay, dann sehen wir uns später. Tschüss. Du solltest dich beeilen, Cal. Jaro hat nicht viel Geduld. Neue Befehle. Ach, endlich. Ich bin froh, wenn ich hier wegkomme. Ihr verlassen Bracca? Könnte sein. Mach ihm keine falschen Hoffnungen mit solchen Gerüchten. Schon okay. Ich glaube, sobald's Meister Tapal sagt. Apropos deinen Meister. Ja, ich gehe besser. Wir reden später. Ja, da waren die Klone noch auf der guten Seite. Vor Order 66. Master T'Pol hat mich zum Training gerufen. Du schaffst das, Junge. Oh, cool, Alter. Voll cool. Master T'Pol. Padawan, Zeit für deinen Unterricht. Ja, Meister? Du musst uns erreichen. Und lass mich nicht warten. Was habe ich denn hier nicht mit? Dieses Training wird so lange dauern wie nötig. Du wirst die Lektion des Tages begreifen. So oder so. Plane deinen Weg, bevor du ihn gehst. Ja, aber wie, wenn er nicht möglich ist? Ich muss doch da rein. Oder da hoch. Da hoch. Ha. Da ist auch noch was. Aber das ist viel zu hoch. Gut gemacht. Denk dran, wir schaffen unser Glück selbst. Ja, und jetzt? Das ist natürlich jetzt auch interessant. Du bist fast da. Ah. Lass mich nicht warten. Digga, ich will aber hier rein. So, jetzt hatte ich auch. Hier war es wieder aufgegangen. Konzentration, Padawan. Ja klar, kann man da nicht rein.
Okay, ich verstehe. Okay, interessant. Gefällt mir. Echt fies, Commander. Fokussieren. Voll konzentriert hättest du diese Ablenkung vorausgeahnt. Besser, Padawan. Komm zu mir. Wir werden mit einer Aufwärmübung beginnen. Doch zuerst haben wir Befehle. Braka ist gesichert. Schon bald rücken wir nach Mygeto aus. Ja. Du musst... Meister, seid ihr okay? Irgendwas stimmt nicht. Nein, nein! Was geht hier vor? Warum war der Commander... Padawan, etwas Schreckliches ist im Gange. Die Klone haben uns hintergangen. Deine Fragen müssen warten. Es ist keine Zeit. Wir müssen sofort das Schiff verlassen. Schnell! Zu den Rettungskapseln. Und nimm die Wartungsgänge. Wir haben das trainiert. Erinnerst du dich noch? Ja, Meister. Und was wird aus euch? Ich sorge für Ablenkung und komme dann wieder. Wenn ich bei deiner Ankunft nicht da bin, geh ohne mich. Wir sehen uns auf Braka wieder. Hast du das verstanden? Ja, Meister. Sie kommen. Ich werde zwar die Drucktüren schließen, aber wenn sie dir begegnen, darfst du keinesfalls zögern. Geh. Möge die Macht mit dir sein. Geh. Los! Order 66 ist damit ausgeführt. Da ist er! Er schießt ihn! Nein, halt! Sehen wir, was er erlebt hat. Paul ist unterwegs. Wir brauchen Verstärkung. Muss dran ziehen, um durchzukommen. Das ergibt keinen Sinn. Was ist hier los? Der Kleine ist verschwunden. Sucht überall. Er kann nicht weit sein. Hä? Ja, das macht doch verlangsamt. Verlangsamt funktioniert hier nicht. Los, wieder raus. Hey, was war das? Haltet die Position. Ich sehe nach. Verstehst nicht. Was ist passiert? Warum müssen wir das mit ansehen? Was war das? Da ist wer in den Wartungsgängen. Ich glaube, hier ist der Turbolift. Danach ist es nicht mehr weit. Nicht mehr. Mein Lieber. Ich schaff das. Ich darf nur nicht stehen bleiben. Schalte den aus. Dann holen wir uns davor. Ah.
Padawan, dein Lichtschwert! Tut mir leid, Meister. Weiter klettern, wir treffen uns vorne. Ja, kann ich mein Lichtschwert jetzt wiederholen? Hallo? Ja, ich glaube, damit hat sich das erledigt. Aktivieren, wenn wir fliehen wollen. Ja, Meister. Kontrolle ist in der Luftschleuse fest. Schick Verstärkung. Jaro, Kontrolle ist auf der anderen Seite der Tür? Ja, aber er kommt nicht durch. Es dauert so lange, die Türen mit dem Lichtschwert aufzuschneiden. Wir warten hier, bis er umstellt ist und drücken dann zum Abschuss vor. Hört ihr das? Bereit machen! Los, Padawan, wir müssen sofort weg. Sieht cool hier aus. Die Türsteuerung! Explosion können wir fliehen. Der Krieg ist nicht vorbei, mein Padawan. Halte die Stellung. Warte auf das Signal des Rats der Jedi. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Ja, Meister. Padawan. Es ist Zeit für die Ausbildung. Okay, das war gerade krass. Jetzt soll ich gegen meinen Meister kämpfen? Angst beherrscht dich, wie immer. Ja? Dein Wille ist schwach und du hast keine Disziplin. Du hast mich sterben lassen, Padawan. Ja, das stimmt doch gar nicht. Deine Angst. Hier. Mein Blut an deinen Händen, mein Schüler. Du bist ein Versager. Ein Schwächling. Ein Verräter. Du bist kein Jedi. Oh.
Order 66. Kell ist von dem schrecklichen Erlebnis im Zuge von Order 66 traumatisiert, als er und sein Meister Jarrow T'Pol von ihren eigenen Truppen attackiert wurden. Während Kell mit T'Pols Hilfe entkommen konnte, wurde sein Meister getötet. Der sterbende T'Pol überreichte Kell sein Lichtschwert, gab ihm einen letzten Rat: Vertraue nur der. Alter, das war grad, muss man schon sagen? Nichts. Wie nichts? Und was jetzt damit? Kaputt. Der Kristall zerbrach. Nutzlos. Ich hab kein Lichtschwert mehr? Und jetzt? Was ist mein Ziel? Da ist was. Außerhalb. Hier ist einfach nichts mehr. BD? Danke. Lass uns verschwinden. Ich kann's nicht erklären. Vielleicht verstehe ich's nicht mal. Ist es nicht nach Plan gelaufen? Ich hab dich ja gewarnt. Lass mich allein. Wie bitte? Allein lassen? Verloren? Und schutzlos in dieser gefährlichen Welt. Niemals. Okay, jetzt ist genug. Wer seid ihr wirklich? Terran Malikos. Ehemaliger Jedi. Genau wie du. Wir haben so viel gemeinsam. Das bezweifle ich. Oh. Wir haben die Auslöschung überlebt. Meine Truppen haben mich verraten. Ich war gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen, und dann bin ich geflohen. Zu diesem einsamen Ort. Die Dunkelheit! Sie verschlang mich fast. Aber ich widerstand. Seid ihr, dem die Brüder der Nacht folgen? Ja. Yeah. Oh. Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke. Und wir wissen beide, die Macht ist eine enorm starke Verbündete. Nein. Nein, ihr nutzt die Macht nur eigennützig, missbraucht sie. Das widerspricht dem Prinzipien. Es sind dunkle Zeiten! Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, werden sie uns verzehren. Ich brauche eure Hilfe nicht. Dein kaputtes Lichtschwert sagt etwas anderes. Du hast da drin was gesehen, oder nicht? Etwas Furchtbares. Es gibt viele solche Orte hier auf Datomir. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles zu beherrschen. Vertraute Worte, Malikos. Schwester Maren, du solltest lieber nicht so weit gehen. Seit Jahren sagt ihr, die Jedi hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen. Jetzt steht einer vor uns. Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen. Damit wirst du leben müssen. Doch es fehlt dir an Stärke, kleine Hexe. Stärke. Ihr seid verrückt, Malikos. Datomir hat euch verwirrt. Und durch meine falsche Loyalität konntet ihr die Brüder der Nacht vom Weg abbringen. Anders als die Jedi legen Schwestern der Nacht von Datomir die ihren nicht rein. Unser Band währt ewig. Deine Schwestern sind tot! Ja. All ihre Gräber umgeben euch. Zeit zu gehen. Schon schlafen, Devi. Telodionie. Närrische Göre.
Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr. Ihr beide sollt wissen, bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Datomir, bekämpft ihr uns alle. Lauf! An dieser Stelle muss ich mal ganz kurz Karten, Freunde, denn die Folge ist vorbei. In der nächsten Folge seht ihr dann, wie es in genau dieser Stelle weitergeht. Ich bin sehr gespannt. In diesem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.